Herzlich willkommen zum Welpen-Podcast von Novau. Ich bin Karin Immler, Trainerin für Menschen mit Hund. Und im Podcast gibt es für Sie Tipps und Tricks zum Großwerden für Ihr Hundekind. Fünf Argumente gegen Nein, Pfui und Aus. Manchmal kommen Welpenbesitzerinnen zu mir in die Hundeschule und erzählen mir voller Stolz, dass ihr Welpe schon Nein, Pfui oder Aus beherrscht. Ich bemühe mich dann freundlich zu lächeln, weil ich ihre Freude nicht zerstören möchte. Im Grunde finde ich es aber traurig, wenn das wirklich die ersten Signale sind, die der kleine Hund im neuen Zuhause lernt. Und in den meisten Fällen ist es auch nicht wirklich sinnvoll, auf die Wirkung dieser Worte zu setzen. Erstens, Ihr Welpe hat keinerlei Sprachverständnis. Er weiß nicht, was diese Worte bedeuten. Wenn Menschen Nein sagen, tun sie das meistens in eher scharfem Ton. Vor allen Dingen, wenn sie es mehrfach hintereinander sagen. Und Ihr Hundekind wird aus Erstaunen darüber, wie ungut sie plötzlich mit ihm reden, unterbrechen, was es gerade tut. Zweitens, die Info fehlt. Nein, Pfui oder Aus erklären ihrem Welpen nicht, was er denn in dieser Situation richtigerweise tun hätte sollen. Damit die Wirkung des Wortes anhält, müssen sie es immer lauter, immer schärfer aussprechen, damit es als Verhaltensunterbrecher funktioniert. Drittens, sorgen Sie durch kluges Management dafür, dass Ihr Welpe nichts falsch machen kann. Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Sie glauben, ihn maßregeln zu müssen. Räumen Sie die Schuhe weg, bis der Zwerg aus dem Alter heraus ist. Da müssen Sie ihm die Schuhe nicht abnehmen und er kann sie nicht kaputt machen. Viertens, bestärken Sie erwünschtes Verhalten. Geht der Kleine brav an den Schuhen vorbei, gibt es Klick bzw. Lob und Belohnung. Fünftens, alternatives Verhalten statt Nein, Pfui oder Aus. Jedes Signal, das Ihr Hund auf nette Weise und über positive Bestärkung erlernt hat, eignet sich wunderbar als Verhaltensunterbrecher. Hat er zum Beispiel gelernt, auf seinen Namen zu reagieren, indem er sie sofort anschaut, wunderbar, Klick und Belohnung. Kommen auf zu, funktioniert? Super, statt Nein, lauf dort nicht hin, viel lieber, komm zu mir, Klick und Belohnung. Statt Nein, hör auf zu bellen, gib Pfote, dann bist du beschäftigt. Sie werden sehen, dass es viele nette Möglichkeiten gibt, den Hund von irgendwelchen Blödsinn abzuhalten. Vorausgesetzt, sie machen sich die Mühe, genau hinzusehen. Verhalten an sich ist nämlich nie verkehrt. Es ist höchstens in dieser speziellen Situation unangebracht und vom Menschen unerwünscht. Und Ihr Job ist es, dem Welpen zu zeigen, welches Verhalten in welcher Situation angebracht und sinnvoll ist. Das war's für heute vom Welpen-Podcast von Novau. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach unter www.novau.com oder www.online-hundeschule.net. Bis bald, auf Wiederhören, Ihre Karin Immler.